In der Nacht zu fotografieren spaltet Fotografen oft in zwei Lager. Die einen lieben es, die anderen packen zusammen, sobald die Sonne eigentlich untergegangen ist und fassen die Nacht überhaupt nicht an. Und generell gelten während der Nacht halt ein paar andere Regeln in der Fotografie im Vergleich zu dem, wenn ich am Tag einfach fotografieren gehe. Ich persönlich fotografiere sehr gerne bei Nacht. Das hast du vielleicht auch schon bei der ein oder anderen Street-Fotografie-Runde gesehen, dass ich gerne im Dunkeln unterwegs bin. Ich mag diese Lichter und das ganze Erscheinungsbild von der Stadt. Wenn es dunkel ist, sieht das irgendwie alles ein bisschen cooler aus, finde ich. Oder zumindest mag ich die dominierenden Farben ein bisschen lieber als die, die am Tag so da sind. Und was ich zusätzlich sehr schön finde, ist, dass man in der Nacht absolut keinen Zeitdruck hat. Wenn du am Tag irgendwie darüber nachdenkst, dass du irgendwie möglichst gutes Licht bekommst und aber ständig irgendwie Wolken, Sonnenuntergang, Position und so weiter sich verändern, sieht die Nacht einfach durchgängig sehr gleich aus. Das heißt, wenn ich 30 Minuten brauche, um meine Aufnahme zu machen, dann kann ich mir auch 30 Minuten Zeit lassen, ohne irgendwie in Panik zu verfallen, dass irgendwie das Licht nicht mehr da ist, weil das Licht geht aus, sobald die Sonne wieder aufgeht. Aber das dauert meistens ein paar Stunden und nicht nur ein paar Minuten. Und über die Zeit habe ich mir einfach ein paar nützliche Tipps und Tricks zum Fotografieren bei Nacht angeeignet, die dir vielleicht auf deiner nächsten Fotorunde auch ein bisschen weiterhelfen. Tipp Nummer 1, nimm ein Stativ mit. Das ist mehr oder weniger eigentlich fast schon selbsterklärend. Immerhin fotografierst du bei Nacht, das heißt, eigentlich brauchst du für deine Bilder ja relativ viel Licht, aber in der Nacht ist genau das ja eigentlich Mangelware. Da hast du eigentlich relativ wenig Licht, logischerweise ist Nacht. Und aus dem Grund wirst du relativ schnell zu dem Punkt kommen, dass du deine Belichtungszeit erhöhen willst. Aber wenn du jetzt über mehrere Sekunden irgendwie belichtest, dann kannst du das nicht mehr wirklich in der Hand halten, weil es dann einfach nur eine verwackelte, unscharfe Aufnahme wird. Und ich meine, das bringt dir dann am Ende auch nicht wirklich viel. Und deshalb packe ich meine Kamera einfach auf ein Stativ und kann einfach so lange belichten, wie ich Lust habe, muss meine ISO nicht zu sehr erhöhen und ist auch relativ irrelevant, was ich für ein Objektiv nutze, weil ich einfach über die Belichtungszeit eigentlich fast alles kompensieren kann, solange ich zumindest halt ein Stativ dabei habe, das ich nutzen kann. Ein positiver Nebeneffekt davon ist, vielleicht hast du schon mal Aufnahmen gesehen, wo jemand eine Straße fotografiert, aber du hast keine Autos gesehen, sondern nur Lichtstreifen. Das funktioniert exakt eigentlich über denselben Effekt. Du stellst deine Kamera einfach auf ein Stativ, hast eine relativ lange Belichtungszeit von ein paar Sekunden und da die Gebäude oder die Straße sich ja nicht bewegt, bleiben die scharf auf alles, was sich daran vorbei bewegt, zum Beispiel auch ein Auto. Das verschwimmt halt über die längere Belichtungszeit und dadurch entstehen halt diese schönen Lichtstreifen und das ist halt ein sehr cooler Effekt, den man relativ einfach mit einem Stativ auch in der Nacht erzielen kann. Und ich glaube, als ich angefangen habe mit der Nachtfotografie, war das auch so mit das allererste, was ich irgendwie ausprobiert habe zu machen, weil ich das einfach so cool fand, dass das irgendwie ging und dieser ganze Effekt mich irgendwie begeistert hat. Viele Fotografen versuchen dir auch zu erzählen, dass du ein besonderes, teures, hochwertiges Stativ brauchst. Ich bin da eher auf der anderen Seite. Ich bin der Meinung, gut und günstig reicht völlig aus. Diese sehr, sehr teuren Stative sind halt einfach super robust und stabil gebaut, aber halt eher nützlich in Bedingungen, wo du wirklich richtig starken Wind hast oder richtig krasse Witterung, was in 99% der Fälle in Deutschland einfach nicht zutrifft. Wir haben jetzt hier keine riesigen Hurricanes oder nicht allzu viele Klippen, wo irgendwie dein Stativ irgendwie runterfallen könnte. Und von daher, ich habe unten in der Videobeschreibung sowieso meine ganze Fotoausrüstung verlinkt. Schau einfach, was ich für ein Stativ nutze. Das hat wahrscheinlich irgendwie so zwischen 50 und 70 Euro gekostet, das weiß ich nicht mehr genau. Aber wie gesagt, du brauchst jetzt nicht die super teure Ausrüstung, um in der Nacht zu fotografieren. Das ist ein bisschen Overkill. Tipp Nummer 2, du kannst zum Beispiel auch Mitzieher in der Nacht fotografieren. Angenommen, du hast jetzt keine Lust, ein Stativ mitzunehmen oder hast es einfach vergessen, aber bist trotzdem irgendwie an einer coolen Stelle, wo du irgendwie fotografieren möchtest. Und ich habe dir ja schon mal ein ganzes Video dazu gemacht, wie man einen Mitzieher aufnimmt. An sich ist es einfach so, dass du relativ viel Bewegung in deinem Bild hast, weil du auch wieder eine relativ langsame Belichtungszeit nutzt, was ja in der Nacht sowieso eigentlich Standard ist. Und sich aber idealerweise irgendein Motiv in deinem Bild mitbewegt, zum Beispiel ein Auto, das an dir vorbeifährt und aufgrund dessen, dass du deine Kamera mitziehst, daher der Name Mitzieher, bleibt das quasi scharf, das Auto scharf oder dein Motiv hat an sich scharf und der ganze Hintergrund verschwimmt und hat halt so einen schönen Bewegungseffekt drin. Und das sieht auch relativ cool aus. Wie gesagt, ich habe ein ganzes Video dazu gemacht, kannst du dir, wenn du Lust drauf hast, gerne anschauen. Tipp Nummer 3, nimm ein lichtstarkes Objektiv mit. Lichtstark heißt in dem Fall, dass du deine Blende möglichst weit öffnen kannst, das heißt, wenn du einen möglichst kleinen Blendenwert einstellen kannst. Und das liegt wieder daran, dass wir, wie gesagt, in der Nacht ja relativ wenig Licht zur Verfügung haben und wenn ich meine Blende weiter öffnen kann, dann kommt einfach mehr Licht auf meinen Sensor und dadurch wird mein Bild wiederum heller, was es mir halt einfach ein bisschen leichter macht, in der Nacht zu fotografieren und ich auch wieder mit Belichtungszeit und ISO nicht ganz so viel kompensieren muss, sondern auch schon ein bisschen mehr über die Blende regeln kann. Ein ganz guter Ansatzpunkt ist, bei einer Festbrennweite zum Beispiel eine Offenblende von 1.8 einzustellen zu können, bei einem Zoom-Objektiv 2.8, die können meistens nicht noch niedriger gehen. Wenn du solche Objektive nicht hast, ist das auch nicht super schlimm, aber dann wirst du einfach ein bisschen mehr mit ISO kompensieren müssen und dann hast du halt schneller Bildrauschen. Das heißt, es ist halt aus dem Grund relativ
empfehlenswert, ein lichtstarkes Objektiv zu nutzen. Aber wie gesagt, du kannst auch mit einem weniger guten Objektiv fotografieren. Ist halt nur ein bisschen schwieriger, beziehungsweise deine Bilder werden nicht ganz so schön. Aber wie gesagt, du kannst dich ja trotzdem schon mal ein bisschen damit ausprobieren und eventuell dann auch irgendwann dein Objektiv upgraden, je nachdem, was du irgendwie brauchst. Tipp Nummer 4, versuche eine Lichtquelle in der Stadt zu finden. Und ich meine damit jetzt nicht zwingend eine Straßenlaterne, weil eine Straßenlaterne meist von oben nach unten scheint oder dann ein bisschen blöden Schattenwurf, zum Beispiel auf einem Gesicht hast, wenn du jetzt jemanden als Model dabei hast. Und dazu Straßenlaternen noch meist ein relativ orangenes Licht irgendwie verbreiten. Und ich finde, orange sieht in Nachtfotos irgendwie nie sonderlich gut aus. Von daher suche ich immer ein bisschen andere Lichtquellen. Was super ist, ein richtig schöner helle Schaufenster. Weil die meist ein schönes weißes Licht haben und es nicht ganz so orange aussieht. Und durch die Scheibe, die da dazwischen liegt, meist das Ganze auch noch ein bisschen weicher wird und nicht ganz so hart aussieht. In der Regel kriegst du zusätzlich auch noch eine schöne Spiegelung bei so einer Scheibe mit rein. Aber du kannst auch nach ganz anderen Sachen Ausschau halten. Also manche Läden haben zum Beispiel auch Neonzeichen. Da hast du dann nicht wirklich ein weißes Licht. Aber aufgrund von dem Neonzeichen meist recht extreme, schöne Farbveränderungen. Und dieses ganze Thema Neonfotografie ist ja auch sein ganz eigenes Genre eigentlich fast schon. Und damit kannst du halt auch super coole Effekte erzielen und wie gesagt einfach ein bisschen durch die Stadt laufen und einfach schauen, dass du eine Lichtquelle irgendwie findest und damit halt einfach so ein bisschen kreativ werden und ein bisschen rumspielen. Aber an sich wirst du da auch relativ schnell merken, dass du ein bisschen mehr Freiheit hast, wenn du so eine schöne Lichtquelle gefunden hast, weil du nicht mehr zwingend ein Stativ brauchst, sondern zum Beispiel auch aus der Hand heraus fotografieren kannst, wieder diese Reflexionen hast. Du kannst einfach, wie gesagt, sehr, sehr schön damit rumspielen. Von daher ist das was, was ich eigentlich fast immer irgendwie versuche, irgendwie unterwegs zu finden. Tipp Nummer 5, fotografiere in RAW. Das greift so ein bisschen die vorherigen Punkte auf, ist aber auch eine generelle Regel in der Fotografie eigentlich. Eine RAW-Datei hat einfach super viele Informationen gespeichert, vor allen Dingen im Vergleich zu einem JPEG, wo schon ein gewisser Look irgendwie so im Bild mit drin ist. Und eine RAW-Datei kann ich halt in der Nachbearbeitung viel mehr hin und her ziehen und noch ein bisschen biegen und noch irgendwie ein bisschen Farben verändern und mir damit rumspielen. Und das Bild sieht am Ende immer noch gut aus im Vergleich zu einem JPEG, wo ich halt einfach, wie gesagt, diesen gewissen Look schon drin habe. Und wenn ich zu starke Änderungen mache, geht das Bild mehr oder weniger einfach kaputt und ich habe seltsame Farbklecks oder sonst irgendwas drin. Das setzt natürlich voraus, dass du eine Bearbeitungssoftware hast und auch dich mit der Nachbearbeitung beschäftigen möchtest. Wenn du einfach nur jemand bist, der irgendwie rausgehen will und irgendwie ein bisschen Spaß haben mit dem Fotografieren, kannst du auch einen JPEG fotografieren und kannst zum Beispiel auch die Farbanpassung schon über Bildprofile oder deinen Weißabgleich und so weiter machen. Aber wie gesagt, eine RAW-Datei gibt dir einfach ein bisschen mehr Freiheit, das im Nachhinein am Computer auch noch anpassen zu können. Und Tipp Nummer 6 ist, versuch irgendwie ein Motiv zu finden. Ich meine, ja, wir brauchen in der Fotografie generell eigentlich immer ein Motiv, aber ich meine eher, dass du halt nicht nur alleine in der Nacht fotografieren gehst und irgendwie auf die Straße gehst und schaust, was du findest. Kann man zwar machen, aber es ist halt ein bisschen einfacher, gerade für den Start, wenn du dir eine gewisse Location rausnimmst und die fotografieren willst oder mit einem Freund oder einem Model rausgehst und einfach sagst, okay, wir machen einfach ein paar Porträts bei Nacht. Oder du kannst dir auch irgendwelche Objekte suchen, zum Beispiel irgendeinen Schuh oder so und kannst den halt einfach in so einem urbanen, nächtlichen Setting irgendwie versuchen zu fotografieren. Da gibt es super viele Möglichkeiten, aber du tust dir einfach generell ein bisschen einfacher, wenn du schon eine Idee von einem Motiv für die Nacht hast. Und zusätzlich würde ich dir immer empfehlen, einen relativ geringen Abstand von deiner Kamera zu deinem Motiv einzuhalten. Weil gerade wenn wir den vorherigen Tipp betrachten, dass du mit einem möglichst lichtstarken Objektiv fotografieren sollst, wenn du halt eine niedrige Blende nutzt, zum Beispiel jetzt nehmen wir mal an Blende 1.8 und ich dein Model in der Stadt bin, dann siehst du zum Beispiel auf dem Foto, ich bin schön scharf und auch relativ gut belichtet. Aber im Hintergrund, aufgrund dieser ganzen Blendeneffekte, haben wir halt einen sehr unscharfen Hintergrund, ein schönes Bokeh, weil wir halt die ganzen Lichter der Stadt haben, die aber unscharf sind und dadurch halt diese schönen runden Kugeln sind. Und ich finde, dieser Effekt sieht halt einfach super, super schön aus und macht ein Bild irgendwie fünfmal cooler anzuschauen und lässt dich, wie gesagt, relativ einfach erreichen, wenn du ein gutes Motiv hast, dann gute Offenblende einstellen kannst, also einen kleinen Blendenwert und dazu noch einen möglichst geringen Abstand von Kamera zu deinem Motiv einhältst. So, und das fasst meine Tipps zum Fotografieren bei Nacht eigentlich zusammen. Ich habe zu vielen von den Themen, die ich besprochen habe, schon Videos gemacht. Also zum Beispiel meinen Mitzieher fotografiert, wie ich Streetfotografie in der Nacht mache und wie ich meine Nachtbilder bearbeite. Verlinke ich dir alles unten in der Videobeschreibung. Kannst du, wenn du es noch nicht kennst, dir mal ein bisschen angucken und ein bisschen rumstöbern, ob da was für dich dabei ist. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich meinen Daumen nach oben freuen. Wenn es dir besonders gut gefallen hat, abonniere den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.